Grüße und willkommen bei Resident Evil 2 Let's Play, also kurz so mal reingezockt. Ist ja vor kurzem vom Index runtergenommen worden. Ich denke, es ist nur ein, zwei Tage her. Wir nehmen Leo. Und was ist denn das für eine Frage? Natürlich, hi, Violence, hi. Und Blut, Rot. Selbstverständlich. Ist vor ein paar Tagen vom Index runtergekommen, dann wollte ich es einfach mal zocken. Natürlich emuliert sich's nicht so toll. Ich habe jetzt mal das N64 vorgenommen, aus dem Grund, weil ich die N64-Version besitze. Ich weiß, dass die PlayStation-Version davon hübscher ist oder technisch besser funktioniert. Deswegen habe ich bei der ROM hier auch ein paar Streifen dran. Lasst euch einfach nicht davon stören, konzentriert euch aufs Spiel und dann lernen wir mal. Ich denke mal, jede Menge Spaß haben. Ich mache die Anfangssequenz mal weg, dass einfach nur Leon landet mit einem kleinen Motorrad sehr schnell in der Stadt. Okay, das wird noch gezeigt. Dann kann ich das auch gleich nochmal laufen lassen. Und die Klappe halten dabei. Okay, gerade wird nicht so viel erzählt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich Mist erzählt habe. Claire kommt natürlich mit dem Motorrad. Und Leon fährt mit seinem Jeep rein, bevor das Ganze zum Chaos wird. Sieht ganz schön billig aus, diese Filmsequenz. Also auf der PlayStation sah sie besser aus. Ich weiß. N64 hatte halt nicht so viel Speicherkraft, dass man da, sag ich mal, ohne Abstriche die Videosequenzen hochpacken könnte. Vorsicht. Wirklich ein bisschen billig. Ah, damals war es cool. Und das Spiel ist an sich auch cool. Das ist ein kleiner Klassiker. Vielleicht sogar ein großer. Ah, nicht beißen lassen. Ich frage mich gerade, wo die Soundeffekte hin sind. Ich höre nur die Musik. Merkwürdig. Bam, bam, bam. Ich bin schlechter Soundeffekt-Synchronsprecher, aber das hat hoffentlich weitergeholfen. Da haben wir Claire. Normalerweise hätte er jetzt sowas sagen müssen wie mir Dodge oder Behind You oder sowas. Und jetzt sagt er, komm mit mir, wenn du leben willst. Ah ne, das war Army. Na gut, starten wir mal mit dem Spiel, denke ich mal. Leon und Claire wurden dann getrennt. Ich laufe mal die ganzen Zombies hier vorbei. Oh Gott, ist das eine billige Emulation. Nein! Die Schnauze! Also man hat praktisch die Figuren bei diesen Emulation verbessert bei der ROM. Allerdings nicht die, naja, die Hintergründe. Deswegen ist das alles ein bisschen so. Oh. Also kämpfen macht gerade hier die Viecher nicht wirklich Sinn, weil ich habe begrenzt Munition. Und naja, da kommen richtig viele. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Okay, das haben wir jetzt auch mitgekriegt, dass alles voller Zombies ist. This case is broken. Ist doch ein Waffenladen, da müsste es doch ein bisschen was geben. Aber ich verrate lieber nicht zu viel. Ich weiß ja, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, also ich will nicht zu viel spoilern. Da haben wir erstmal Pistolenmunition, noch mehr Pistolenmunition, also das, was man gut brauchen kann, sag ich mal. Yeah. Boah, hier eine Menge Schuss sogar am Anfang. 18 Schuss passen bei mir. Okay. Ja. Das Gute ist, wenn ich den jetzt, sag ich mal, na gut, der ist jetzt tot, da kann ich nicht mehr viel tun, aber rein theoretisch kann ich das nicht nachholen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war. Gerade habe ich noch mit meinem ultimativen Wissen über das Spiel geprotzt und jetzt. Naja, verrotze ich einfach mal die Munition. Ich will es ja nicht durchzocken jetzt, also da kann ich ruhig mal ein bisschen verschwenderischer sein. Ah.
Na, super. Auch ein typischer Resi-Fehler ist dieses, wenn man von einem Bildschirm zum anderen wechselt, dass es dann leicht, sag ich mal, wackelt. Also man weiß ja nicht, in welchem Bildschirm man sich befindet. So. Okay. War Munitionsverschwendung, ich habe mich geirrt. Nein, doch nicht. Yeah, Shotgun. Natürlich. Könnte man natürlich jetzt drüber streiten, ob es sich gelohnt hat, die ganze Munition rauszurotzen dafür, aber naja, ich sag einfach mal, es hat sich gelohnt. Also ist wirklich ein Scheißraum, die ich hier ausgewählt habe. Tut mir ganz ehrlich leid. Ach, da liegt noch was. Ah, Notizen werden wir uns mal nicht durchlesen jetzt. Aber es ist die einzige, die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe. Und ich wollte das eigentlich wirklich mal jetzt zeitnah, nachdem es wieder erlaubt ist und vom Index runter, wollte ich es wirklich mal spielen. Oh, ich höre schon wieder Zombies schlürfen. Ich zeig mal ein bisschen die Schrotflinte. Ich weiß, sollte man sie für später aufheben, sowas, aber... Wie gesagt, ich will das Ding ja nicht durchspielen. Hi, ihr Hässlons. Das war ja klar. Ja, wenn man hier weiterläuft, wird es glaube ich auch nicht besser. Ah, Munition, sehr gut. Ich nehme trotzdem mal die Schrotflinte, wenn es einfacher geht, die Typen wegzufetzen. Okay, die sind gerade so blöd. Ich wechsle auf die Pistole und da schießt die dann. Ich habe natürlich auch das Messer, aber im ersten Teil war das Messer vor allen Dingen von, na, wie heißt der doch gleich? Von Chris. Das Messer von Chris war extrem effektiv im ersten Teil. Also natürlich waren die Schusswaffen und so weiter weitaus besser. Allerdings konnte man da mal einen Zombie wegmetzeln. In Teil 2 war es schon nicht mehr so der Fall. Da steht wieder einer auf. Vielleicht kann ich auch einfach vorbeilaufen. Ach, geht manchmal besser. Manchmal einfach an den Zombies vorbeilaufen, hat man weniger Stress. Man muss nicht immer zwei oder dreimal an den Stellen vorbei. Manche Stellen lohnt es sich wieder zu clearen, wenn man da ewig oft vorbei muss, aber in dem Fall halt nicht. Ich kann das Spiel als Originaltitel nur jedem ans Herz legen, also jetzt nicht als Rommel, die ist gerade wirklich scheiße, fällt mir auch. Aber als Originaltitel sollte man sich das echt mal geben, das Spiel. Es ist spannend, es hat eine gut erzählte Geschichte für Resident Evil Verhältnisse. Und es sah für seine Zeit auch noch richtig gut aus. Und ich glaube, wenn man sich das PlayStation Original kauft, sieht es immer noch gut aus. Yeah, ganz, aber... Okay, die stehen hinter den Container, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Schießen kann ich so trotzdem, oder? Geht doch. Eigentlich könnte ich jetzt auf den Container raufsteigen und die messern. Das will ich gleich mal testen. Früher ging das jedenfalls, habe ich soweit. Erinnerung. Hoffentlich beißt er mir nicht im Fuß. Ankotzen tun sie nicht. Ja, das war die Technik. Trifft mich aber gerade herzlich wenig. Komm, dreh dich, Leon. Zack! Ins Auge! Immer ins Auge! Spart man auch Muni, weil die Viecher sind reichlich dumm. Ach, jetzt hat sie mich doch wieder. Und nochmal erwischt. Ja, ja, und nochmal erwischt. Ah, war nicht so sauber. Eigentlich frage ich mich, wie gefährlich diese Kotze sein muss. Die muss ich doch erstmal durch unsere Hose ätzen und so weiter. Alter, das meinte ich mit dem Messer. Das ist mal gar nicht effektiv zu dem Teil gewesen. Und noch einer. Ich komme mir ja vor wie bei Dark Souls. 100 Leute mit einer kleinen Waffe niederschnetzeln und hoffen, dass man nicht getroffen wird. Underpowered. Ja, noch einer. So muss ich damals Jack the Ripper gefühlt haben. Der hat ja auch immer das Optimum aus seinem Messer rausgeholt. Der Alte nervt mich am meisten, weil die mich schon ein paar Mal angekotzt hat. Ah, es könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Tut mir leid, ich will trotzdem jetzt mal kurz Munition sparen. Ah, du auch. Seht ihr, wie oft die aufstehen? Einfach nur, weil das Messer wahrscheinlich 50 Schlitzer ergeben eine Kugel. Ach, okay. Wo ist die Pistole? So macht man das. Wie ging schnell nachladen? Ich musste man. Nee, man musste nicht ins Inventar, um nachzuladen. Das macht er teilweise automatisch. Teilweise konnte man es aber auch mit der Taste machen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich denke mal, ein paar Profis von euch, die werden mir zuschauen, die können mir das bestimmt dann beantworten. Die schon extreme Resi-Fans sind. Also ich denke da an einen ganz speziell. So, alle tot. Weiter geht's.
Wenn man mit Claire anfängt, hat man übrigens, das ist übrigens der zweite Charakter, ja, man kann ja so zwischen Leon und Claire wählen. Ich habe das am Anfang einfach mal so gesagt. Ich habe es ja nicht gar nicht weiter erklärt. Zwei Charaktere bei dem Spiel und der Anfang ist unterschiedlich und die Story-Entwicklung ist unterschiedlich. Je nachdem, eben, wenn man spielt, kommt zwar zum gleichen Ende, aber man trifft halt andere Personen. Da bin ich nicht lang. Lass mich los! Ich wollte vorbei. Alter! Ich wollte nur vorbei! Ja, jeder darf mal knabbern an Leon. Ey, ihr Wichser. Das geht ja wohl gar nicht. Ich glaube, ich muss die jetzt gerade mal alle wegrotzen, weil die ROM verwirrt mich zunehmend. Man weiß nicht so richtig, wo man lang kann und wo nicht. Ach, diese Munitionsverschwendung. Und diese Energieverschwendung. Ich bin schon kurz vorm Verrecken. Wann finde ich mein erstes Kräutchen, damit ich mich mal heilen kann? Ja, früher bin ich an denen allen vorbeigerannt. Ich wollte nicht unbedingt alle umlegen. Ach, ich glaube, der Bus, der war nicht gut. Der Bus, der war nicht gut. Ich hab's im Gedächtnis. Ach, je, je, je. Da wollte ich euch mindestens mal eine halbe Stunde im Crazy zeigen und jetzt wahrscheinlich wären zwei Minuten raus, wenn ich gleich verrecke. Natürlich, die Bullets gleich mal nachladen. Und trotzdem gefällt mir das Resident Evil Spielprinzip. Oh, mach den Kopf platt. Jawohl. Alter, jetzt schleppt er sich schon. Das ist cool mit der Kamera gemacht. Ja, so richtig rennen kann er jetzt nicht mehr. Weiter, schneller, Leon. Ich wäre normal angewählt. Bei Easy hat er normalerweise was zum Heilen. Mit dabei ist im Koffer was? Ist im Koffer was? Oh, irgendwelche Notizen. Die braucht doch kein Schwein. Ist normalerweise ein Heilspray mit dabei. Damit kann ich mich kurz mal anheilen und, Alter, haust du ab. Ich bin eh schon kurz vorm Verrecken. Ich bin froh, dass die Jungs hier nicht so einen Blutungsschaden kriegen. Also als Hauptcharakter. Da hat man nämlich ein echtes Problem, wenn man nach einer Weile einfach... Oh, noch mehr. Ich kann doch nicht mal groß wegrennen. Das Problem ist, in der Polizeistation wird das Ganze nicht unbedingt besser. So, jetzt nochmal aufstehen lassen, die Jungs. Nochmal nachladen. Meine letzten Kugeln quasi. Das waren meine letzten Kugeln. So, ich wechsle jetzt mal auf die Shotgun. Jetzt muss doch irgendwas zum Erholen gehen. Ich kann von den Typen nicht mehr wegrennen. Ich bin zu langsam. Naja, der war wenigstens sauber. Na komm her. Eine Schrotflinte im Haus erspart viele Probleme. Yeah! Ach Gott. Ich hoffe, jetzt gibt es irgendwas zum Heilen. Ansonsten bin ich gleich Katzenfutter. Laufe, 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 laufe. Ich glaube, ich muss sogar durch den Haupteingang. Ich weiß, ach, da läuft er wieder ganz geschlendert. Wenn er die Treppen runterläuft, ist er wieder total cool. Aber ich glaube, ich muss durch den Haupteingang. Und ich glaube, das überlebe ich nicht mit der Anzahl der Kugeln. Oder ich komme da hinten durch. Oh, von der anderen Seite. Aber irgendwas Böses war ich ja noch vor dem Polizeirevier. Ich kann mich ein bisschen dran erinnern, aber nur ein bisschen. Nee, alles cool. Ich kann rein. Yeah. Und genau das soll man denken bei Resi. Man hat ein Gebäude erreicht, man fühlt sich gut, man denkt sich, yeah, mein Arsch ist gerettet und dann beginnt der richtige Horror erst hier drinnen. Denn jetzt geht das Spiel erst richtig los. Und ich schleppe meinen verletzten, halbtoten Körper durch die Gegend, um noch ein bisschen was zu erkunden. Gut, da drin ist nichts. Noch ein Schlüssel dafür. Ja, da oben sehe ich Kugeln. Alter, ich brauche was zum Heilen. Irgendwas, damit ich mich schneller bewegen kann. Er stützt sich mit der Schrotflinte ab, damit er nicht drauf geht oder hinfällt. Okay, Kugeln sind toll. Und was zum Speichern? Nutze ich erstmal das Band zum Speichern. Das gab's, glaube ich, bei Resident Evil 4 auch noch. Die Schreibmaschine, also ich weiß, die Schreibmaschine zum Speichern, aber ich glaube nicht mehr das Band. Leon. Ah. Hall.
So, an den Computer muss ich später noch hin, das weiß ich auch noch. Da konnte ich was eintippen. Ja, ich tut sich trotzdem mal nützen. Oder ich kann jetzt schon ein paar Türen öffnen, aber normalerweise brauche ich noch ein Codewort. Aber was ich jetzt bräuchte, ist erstmal was zum Heilen. Und die Pistole kann ich ja mal nachfüllen. Und gleich mal wieder ausrüsten. Ich weiß, die Schrotflinte ist kostbarer und besser, aber ich will dann plötzlich nicht dastehen, wenn es 3 Zombies sind und ich knall 2 in die Rübe mit der Schrotflinte weg und dann stehe ich plötzlich leer da. Ist auch nicht so geil. Alter, er schleppt sich. Ich glaube, da ging es weiter. Ne, das Tor ist elektronisch versperrt. Also habe ich doch noch nicht alles am Computer gemacht? Ich kann es gar nicht mal so genau sagen. Dann halt hier. Bitte gib mir was zum Heilen. Bitte. Oh man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. Toll. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. In Resident Evil 1, genau. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Okay, wenn du das sagst. Eigentlich soll ich selber die Kugel verpassen. But I'm coming back for you. Just hold on. Aus dem Grund, weil er wird sich sowieso in einen Zombie verwandeln. Oh, jetzt werde ich wieder weggeschickt. Na, jetzt kann ich das Tor öffnen mit der Keycard und komm unten lang. Und er hat zugeschlossen. Ey, du hättest mir nichts was zum Heilen geben sollen. Ich bin auch nicht viel besser momentan oder fitter drauf als du. Oh, Sackfresse, ehrlich. Schlepp. Na gut, wenn er was zum Heilen hätte, hätte er es wahrscheinlich selber eingesetzt, aber er verwandelt sich in Zombie. Wir wissen alle, dass sich ein Zombie verwandelt. Dafür braucht man den Titel noch nicht mehr gespielt haben. Ja, komm, ich will, yes. Checking ID-Card. Okay. 2 Türen, die aufgehen. Okay, mal gucken. Normalerweise ist ja der Instinkt, man geht sofort nach links. Man fängt von links an, das war damals auch beim alten Resi so. Da war die erste Tür, die wirklich interessant war, die linke in die große Halle, bevor man dann auf den ersten Zombie getroffen ist. Aber ich möchte jetzt einfach mal... Da ging es nicht lang, oder? Nee. Doch, man kann sich hinschleppen. Doch, das ist die Tür. Ich will einfach mal jetzt einfach gegen alle Konventionen da lang gehen. Bitte. Und um alle Konventionen zu unterstützen, gehe ich wieder in die Richtung. Ich habe nichts zum Heilen mit. Mann, verdammt nochmal. Ich fühle mich dann so unagil. Ich meine, Resident Evil stand früher eh für die Panzersteuerung, sage ich mal. Aber wenn man dann noch angeschlagen ist. Tja, naja, ihr seht's ja. Also geht's halt doch da lang. Bitte was zum Heilen. Eine Truhe. Liegt da wenigstens was zum Heilen drin? Nur Item, nur Item. Kann ich das Speicherding mal reinpacken? Manchmal kann ja was zum Heilen drin. So, jetzt so kleine Datei, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Würde ich natürlich machen, wenn es ein richtiges Let's Play hier wäre. Nicht nur so ein kleiner Einblick, da würde ich das alles vorlesen mit Liebe und was weiß ich alles, aber nicht in dem Fall. Okay, weiter geht's. Hier vielleicht was drin? Was ist locked? Ah, ich sollte vielleicht mal mehr wieder Schränke und Türen aufmachen. Die sehen zwar alle aus, wo sie. Oh. Ach, Alter, hab ich mich erschrocken. Das ist wie diesen Clipping-Fehler. Ich hab gedacht, der Licker läuft jetzt innen lang. Nee, der läuft außen am Fenster lang und soll uns quasi erstmal schocken. Hat auch funktioniert. Wunderbar, muss ich sagen. Nothing be useful.
Ich brauche was zum Heilen. Ich komme mir schon selber vor wie ein scheiß Zombie. Okay. In dem Fall, dass ich annehme, der Typ lebt noch. Okay. Der lebt nicht mehr, hat nämlich keinen Kopf mehr. Gut. Ah, ist blockt. Ich brauche was zum Heilen. Ah, super. Und damit bin ich tot. Jetzt ist schon das Vieh. Ach, ich hab gedacht, der Treffer, der war's schon. Ja, der Treffer war's schon. Och, Leute. Ist doch scheiße. Was hätte ich denn da machen sollen? Gut. Ich habe gespeichert. Das war ja schon mal viel wert. Das heißt, ich muss mir jetzt nochmal. Ja, Load Game. Ich würde es normal machen. Das heißt, ich gehe jetzt doch in die andere Richtung. Vielleicht will ich da was zum Heilen. Da kann ich immer noch am Licker vorbei. Jetzt muss ich mir die Zwischensequenz mehr antun. Und durch die Gänge schleichen. Tut mir leid. Ich wollte jetzt wirklich nicht failen. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Leistung zeigen. Aber es war wahrscheinlich nicht drin. Ich habe bestimmt schon auch ein Heil-Item übersehen. Das könnte ich mir gerade vorstellen. Die Türanimation kann man übrigens nicht wegdrücken. Das wurde sich früher ganz oft gewünscht. Aber ich finde, das ist so ein bisschen die Spannung. Aber das kann ich doch jetzt wegdrücken, oder? Oh man. Komm schon, wegdrücken, wegdrücken. Jetzt muss ich das ganz normal anhören. Oh. Ach Gott. You must be the new guy. Ja, ich bin der neue, genau. Leon. Zum Beispiel trifft er mit Claire auf Sorry, nicht. But ich glaube, er ist dann schon tot oder Zombie und wandert auf einen zu. Canceled. Also man hat diesen Dialog jetzt nicht. What happened? Ist jedenfalls so bei mir im Gedächtnis drin. Months ago. Ja, zwei Monate. There was this incident. Ja, Schnauze. Involving zombies. In a mansion, located in the outskirts of this city. Ach, dass man die Story-Sequenz noch nicht wegdrücken kann. And the other Stars members discovered alles, was ich kann, aber Umbrella geht halt nicht. Was behind everything. Das war das, was mich früher an Resi gestört hat. Das war jetzt nicht, dass man die Story-Sequenz nicht wegdrücken kann, sondern dass die keinen Nahkampf können, die Leute. Das hat sich ja später dann mit Resident Evil 4 wieder geändert gehabt. Man konnte dann Roundhouse-Kicks verteilen oder sogar Brainbuster oder Suplex. Hang in there. Aber hier hat man sich eigentlich gedacht, ey, das sind lahmarschige, dreckige Zombies, ne? Und man hat da voll ausgebildete Kampfmaschinen, Spezialisten, und die können sich nicht mal, sag ich mal, im Nahkampf ein bisschen wehren. Da ist natürlich wieder ein bisschen das Spielprinzip kaputt gemacht. Davon vom Kugeln sparen und so weiter, so hätte man alle im Nahkampf wegboxen können. Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte die Story-Sequenz hier nicht nochmal angucken. Du hast mich hier voll gelabert. Nee, komm ich nicht. Den lass ich verrecken. Das müssen wir gleich wieder abschließen und wir gehen diesmal in die andere Richtung. Und ich speichere nochmal zwischen, dass wenn ich nochmal verrecke, ich mir nicht nochmal die Zwischensequenz angucken muss. Alter, fällt doch mal was zum Heilen. Leon ist wie so ein Opa. Kannst dich mal ein bisschen zusammenreißen. Klar, blöd die Hüfte und was weiß ich alles, aber hey, bist du mal ein Actionstar. So, Tür auf. Yes. Na, sehr gut, dann hast du geschafft. Jetzt nochmal kurz zwischenspeichern. Also ich glaube, wenn ich jetzt verrecke, mache ich noch einen Versuch und dann hoffe ich, ihr habt einen kleinen Einblick in Resident Evil 2 gekriegt. Also für die Leute, die es noch nicht kennen und für die Leute, die es kennen, mal wieder so ein bisschen Bock drauf bekommen. Weil die meisten hatten ja eh Bock drauf gekommen im Mania Forum. Also wo ich das gelesen habe, seit Resi wieder 2 wieder nicht initiiert war, richtig viele Leute gesagt, die wollen das auch mal wieder spielen oder die hatten mal wieder Lust drauf. Habe ich aber so einen Eindruck gewonnen. So, dann halt in die Richtung. Und die Kugeln von der Crypt, von der Schrotflinte spare ich mal, falls ich den Licker doch nochmal wegpusten muss. Dass mir gleich da schon Licker entgegenschicken, ist eigentlich auch. Komme ich gar nicht mehr so im Gedächtnis. So, ihr stinkenden, räudigen. Die endlose Flut. Irgendwas sagt mir, das wird nichts. Ach, Kacke. Also doch beim Licker lang, das ist ja noch furchtbarer. You died. Naja, was soll ich halt machen? Ich kann halt so schlecht wegrennen.
weiß gar nicht, gab es hier schon die Möglichkeit, dieses schnell umdrehen? Oder wurde das erst mit dem Remake von Resident Evil 1 eingeführt? Nee, alles klar. Da konnte man sich mit einer Tastenkombi, das war glaube ich Analoghebel nach oben, plus B, konnte man sich umdrehen. Ich mache jetzt mal so ganz anders. Ich probiere jetzt mal an den Zombies vorbeizukommen. Also ich laufe nicht nochmal beim Licker lang. Einfach mal. Naja, ich sag mich mal vorbeizuschleichen, die nächste Tür rein. Ob das was bringt. Ich glaube, die müsste offen sein. Führt auch nicht gerade in einen angenehmen Bereich, aber da liegt wahrscheinlich was zum Heilen. Ach, Leon, nicht gleich in der Ecke hängen bleiben. Lauf! Genau, da will ich rein. Okay. Hallo? Okay. Quip. So, jetzt müsste doch irgendwas zum Heilen sein. Bitte, ich habe meine letzte Schrotflintenmunition rausgekandelt. Alter. Vielleicht hätte ich doch auf Easy spielen sollen. Hätte dann mehr vom Spiel gesehen. Der lebt noch. Ist klar. Natürlich, warum nicht? Oh, Panzersteuerung. Na, wo ist er? Ich glaube, das wird nicht gut. Yeah! Yeah, Heilung. Use, natürlich. Jetzt ist er zwar immer noch angeschlagen, hält sich fest, aber er ist schon schneller unterwegs. Und genau das wollte ich. Sehr gut. Es ist noch Hoffnung da. Achso, ich kenne die Kombination eh nicht. So, naja, das lief doch ganz gar nicht mal so schlecht jetzt. Das heißt, ich habe noch ein paar Kugeln. Da ist noch eine Info. Ich sammle sie mal lieber ein. Vielleicht steht ja auch die Kombination für den Safe da. Wäre natürlich logisch, die Safe-Nummer direkt neben den Safe zu legen. Sehr praktisch. Ne, was ich sagen wollte, oh, der lebt auch noch. Das merkt man mal, wenn man die wegschieben kann oder so, dann leben die alle noch. Es ist immer sehr sinnvoll, auch die Informationen durchzulesen, weil da oft Passwörter, Geheimcodes und auch Hinweise stehen, die man im Laufe des Spiels braucht, also wenn man es durchzocken möchte. Oh, ich glaube, da liegt noch was auf dem Schreibtisch. Ja, ein bisschen was zum Speichern. 20 Schuss noch, wir sind immer noch angeschlagen. Ich glaube, wenn ich das Spiel so spielen würde, hätte ich nicht lange Chancen zu überleben. Der lebt auch noch, führt das aber wenigstens zu einer Tür. Führt zu einer Tür. Wenn es in den Keller führt, dann weiß ich, was da kommt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Nein, grünes Zeug, yeah. Use, nutzen, aufnehmen meine ich natürlich. Das Gute ist, man kann ja die Kräuter kombinieren. Eigentlich sollte man rote und gelbe Kräuter kombinieren und grüne, dann geben die nämlich mehr Energie oder heilen, Vergiftung und alles mögliche. Also Kombinationen sind immer gut. Nutze ich jetzt am besten gleich mal. So, dann fühle ich mich nämlich wieder fein. Dass man bei den Treppen immer bestätigen muss. Also das sind so wie Türen. Man kann also praktisch nicht einfach die Treppe hochkehren. Man muss dann nochmal wie bei einer Tür bestätigen, dass man praktisch die Treppe steigen möchte. Okay, es lockt von Inside. Auf jeden Fall ist meine Energie jetzt wieder gut. Ich habe genug Munition. Und das Gute ist, ich kann jetzt an irgendwelchen Viechern vorbeilaufen. Das heißt, das Let's Play geht doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Cool. Warum mich dieser massive blaue Balken da unten schon stört. Das Problem ist, dass er bei manchen Zwischensequenzen dann nicht mehr da ist. Und uns dann quasi, naja, was entgeht. Auch ganz beliebt bei Resident Evil, wie ihr gerade gesehen habt, oder gelesen habt. Das ist ein herzförmiges Schlüsselsymbol. Das heißt, da muss auch ein herzförmiger Schlüssel rein. So doof das auch klingt. Es gibt bei Resident Evil alle möglichen förmigen Türen. Da gibt es keinen normalen Schlüssel. Die haben alle die Form von irgendwas. Von, sag ich mal, Kreuz, Pik, Dame, von Rittern, Jungfrauen, Hazardzeichen, alles mögliche halt. Gut, diesmal laufe ich an den hässlichen Licker vorbei. Weil ich eh keine Schrotflintenmunition mehr habe, um den kalt zu stellen und der sehr, sehr viel frisst. Hier brauche ich auch nichts mehr aufsammeln. Die Akten können mir gestohlen bleiben. Da ist eh zu der Schrank. Ja, da ist wieder Licker. Wenn wir schnell genug laufen, kommen wir ihm vielleicht zuvor. Glaube ich zwar nicht. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Sagen wir es mal so. Laufen, 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 Leon. Die Tür war zu. Zwischensequenz, die wir nicht wegdrücken. Doch, die können wir wegdrücken. Filmanimation können wir wegdrücken. Sehr gut. Ach, das nehmen wir noch mit. Ey, das will ich mitnehmen.
Sei nicht so verbohrt. Und laufen, laufen. Haha, ausgetrickst. Der ist nicht so doof, die Türen zu öffnen. Das war bei anderen Reezys dann irgendwann mal anders. Da konnten die Leute die Türen öffnen und eintreten. War nicht mehr schick. Auch hier wieder, das Inventar ist begrenzt. Man sollte also möglichst Dinge, die sich kombinieren lassen, auch kombinieren, wenn es der richtige Zeitpunkt ist und auch Sinn macht. Zum Beispiel hätte ich die grünen Kräuter lieber auf ein rotes warten sollen. Aber es ist nicht schlimm. Also das Inventarplatz ist immer relativ beschränkt. Das heißt, man kann nicht alles mitnehmen. Man muss auch ab und zu mal diese Truhen nutzen, die ich am Anfang gesehen, also am Anfang gezeigt habe, wo man Gegenstände raus und reinräumen kann. Das ist manchmal ganz praktisch. Operationsreport. Ich lese jetzt gerade nichts hier. Keine Lust drauf. Das ist wahrscheinlich der Operationsreport von dem ersten Resident Evil. Damals wurde den Leuten ja nicht wirklich geglaubt, die da waren, also den Chris und so weiter, dass die ganze Bedrohung so schlimm ist oder dass das überhaupt so passiert ist. Ist ja auch unwahrscheinlich, irgendwelche Zombies in der Gegend rumgeigeln, und da haben das viele Leute halt unterschätzt. Und dadurch ist diese Katastrophe hier entstanden. Oh ja, mehr Kugeln. Sehr gut. Hier beim Kamin war auch noch ein Geheimnis. Ich kann mich erinnern, aber... Ah. Hell of Fire, also könnte ich jetzt quasi mein Feuerzeug nutzen. Das ist auch ein charakterspezifischer Gegenstand. Ich weiß gar nicht, was die Claire mit hatte, aber der Leon hatte halt das Feuerzeug und dadurch kommt er halt an sowas ran. Die Claire findet sicherlich später auch noch ein Feuerzeug. Yes, rotes Juwel genommen. Hat wieder einen Inventarplatz zugemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt so clever war, das Ding jetzt schon zu holen. Weil ich glaube, das braucht man relativ spät. Ist aber bei mir nur so ein Gedächtnis drin. Ich kann es nicht wirklich sagen, ob es so ist. Weiter geht's. Hier alles noch ganz normal. Ich glaube, jetzt kommt wieder eine kleine Zombie-Flut. Das war schon viel zu lange, viel zu ruhig. Ja, selbstverständlich. Ja. Nein, ich habe gedacht, wir sind schnell genug. Oh, die auch noch. Ich wollte mich da hinten in die Ecke verkriechen. Schon bin ich wieder angeschlagen. Okay. Kurz mal wechseln. Munition noch nachfüllen. Na, ah, dumm gelaufen natürlich jetzt. Hat die gerade ein Ärmchen verloren? Cool. Hab ich gar nicht mehr so gedacht, dass das funktioniert. Ich glaube, das war es, weil ich den Gore-Modus auf High gestellt habe. Okay. Ich glaube, der eine lässt sich da noch ein bisschen Zeit. Lieber nicht zu nah rangehen. Ach ne, die sind zu doof, die stehen an der Ecke. Na, was mache ich jetzt? Ach, jetzt kommt er. Okay, weiterlaufen. Ne, ich leg die um. Treppe hoch. Oh, Alter. Na gut, deswegen ist ja der Schädel dahinter. Spart man wieder ein bisschen Energie. Quatsch, Munition. Aber da haben wir ja schon wieder Energie. Use. Genau. Das habe ich mal später auf. Die Tür müsste, glaube ich, nur eine Abstellkammer sein, wo man praktisch wieder ein bisschen Zeug findet und eine Truhe zu hat zum Speichern und ein bisschen Speicherwand. Ja, so habe ich mir das Ganze vorgestellt. So, jetzt möchte ich mich aber auch schon wieder bei euch verabschieden und dieses kleine Let's Play beenden. Wenn ihr das Spiel selber habt zu Hause und mal wieder Bock habt, drauf zu zocken, und ich hoffe, das hat euch da geholfen, mal wieder ein bisschen Motivation zu kriegen. Alle, die es nicht zu Hause liegen haben, ihr könnt es euch ab jetzt offiziell kaufen, das lohnt sich wirklich. Ist einer der spannendsten und besten Spiele, die seinerzeit rausgekommen sind. Und immer noch heute macht es ordentlich Fun. Auch wenn es nicht mal so gut aussieht. Ist ein bisschen altgebacken geworden, aber macht euch nichts draus. Spielt Resident Evil 2 in the Head. So, also, bis die Tage. Ciao.